No? Ah, hier war die Truhe. Ne, da war die Truhe. So. Aber ein paar Tricks erinnere ich mich noch. So, jetzt möchte ich gerne versichern, dass der hier gut ausgerüstet ist. Das ist nämlich ein anderer Grund, wofür, warum man, diesen Charakter, warum es gut ist, wenn man sie dann ein bisschen hochdrückt vorher. So wie ich es gemacht habe, wirklich noch so ein bisschen. Denn hier niest sich Bark die Seele aus dem Leib. Ja. Unser Chef kennt uns. Der weiß, dass wir losgehen. Aber der Chef der Tantalus sagt, niemand geht und rettet die Prinzessin. Das heißt, logische Konsequenz, wir verlassen die Tantalus. Auch für diesen Fall hat so eine Räuberbande Truhe, Gesetze. Und die sagen, hau dem Chef jetzt auf die Nase, wenn du gehen willst. Sonst lässt er dich nicht gehen. Und das werden wir jetzt tun. Ja, jetzt gibt's gleich was zu sehen. Du bist gegen Gewalt. Pech für dich. Muss ich nicht vorspeichern. Krieg ich hin. Ich weiß, dass er keine Gnade. Ja, er kennt keine Gnade. So. Ohne Drachenkopf, ohne Zurückhaltung. Ist doch schön. Also, er kämpft jetzt ohne Drachenkopf und ohne Zurückhaltung. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht... Ich weiß, dass er was zu klauen hat. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich weiß, dass er was hat, was sich lohnt. Das heißt, ich kann mir die Räuberauge-Runde sparen. Ich kann einfach drauf losklauen, bis es sagt, ein habe nichts. Auch wenn es ein bisschen öd wirkt. Ihr seht, unsere AP haben sich fast verdoppelt. Von 105 auf 199. Bei 20er Angriffen macht das echt einen Unterschied. Abgesehen davon, dass wir jetzt die 150, die eine Potion heilt, ordentlich ausnutzen können. Oh, bin schon fertig. So. Wir wären jetzt schon fast tot, wenn wir nicht gelevelt hätten. Ihr versteht? Wer sich übrigens über sich ganz Waffen wundert, den Dolch, den er links trägt, das ist immer der gleiche. Der sich ändert, ist nur der in der rechten Hand. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und fertig. Sogar ohne zu heilen, bin ich nicht cool. Ich bin sowas von cool. Ich klaue ihm sein Bier, ich klaue ihm sein Schwert und dann vermöbel ich ihn. Gott, ich bin so männlich. Mecker, mecker. Ja, alleine in den verwunschenen Blei. Nicht alleine. Boah, was hast du schon wieder gesagt zu sagen? Achso, Blank. Ach genau, ja, natürlich. Dann holen wir mal unseren akustischen Köder ab. Damit die Monster wissen, wo wir sie uns finden, nehmen wir die Klapperdose mit. Kuschelt der immer noch mit der Puppe? Ja, tut er. Ja. Oh Gott, weh. Was der immer am Labern ist.
mich in zwei Spalten. Wir sehen, wie du das anstellen kannst. Ich hoffe, ich bin wieder nicht. Ich glaube, ich bin wieder zu schnell gewesen. Nimmt der jetzt die Puppe mit? Wie abartig ist das denn jetzt? Zinder da mit seinen Puppen kuschelt, das ist ja noch in Ordnung, aber. Steine? Danke. So, gut. Steiner in der Gruppe. So. Steiner hat, ich bleibe dabei. Folgendes. Bei Steiner hat eine etwas ungewöhnliche Ability-Auslegung. Seine aktiven Abilities sind gar nicht so viele. Er wird dafür basiert sehr stark auf Passiven. Fügt solchen und solchen Monstern sehr viel Schaden zu Abilities. Und hat auch relativ viel Resistenz gegen alle mögliche Scheiße. Halt so ein Ritter. Deswegen ist seine Trance auch so episch. Er hat standardmäßig Abilities, die seine Angriffskraft gegen alles Mögliche hochsetzen. Und in seiner Trance wird seine Auto-Attack abartig stark. Das ist eine ziemlich potente Kombination, um es mal so auszudrücken. Die Kraftklinge zum Beispiel ist eine Technik, die ist zwar eine Technik, er kriegt auch noch andere Technik, die auch gar nicht alle schlecht sind. Aber erstens ist es gar nicht so leicht für ihn, die Schwerter zu kriegen. Die sind alle relativ gut versteckt, meiner Meinung nach. Außerdem, Gott. Ja, Lindblum, so weit weg. Gott, hör halt auf zu weinen. Markus! Wo war ich gerade? Egal. Ja. Angst. Ja. Gesamte Königin Alexandria benötigen wir auch. Komm schon. Außerdem, dass diese Idee von Steiner kommt, ist so absolut irrsinnig, aber es ist so ziemlich das, was ihn gerade im Mittelgame überhaupt nützlich macht. Magieschwert. Genau, was plant der jetzt? Ganz einfach. Wenn man Steiner und Vivi im gleichen Team hat, dann wird diese Angriffskategorie M-Schwert verfügbar. Das ist eine Kombination zwischen den beiden Techniken, die von Vivis Zauber abhängen. Man hat also ein Feuerschwert, später ein Feuerarschwert, Feuergarschwert, glaube ich auch, und so weiter. Fast jeden Schwarzmagierzauber gibt es da. Zieht aber Steiner seine MP. Und das ist im Prinzip ein Hieb, wo Vivi zusätzlich ein Zauber drauf wirkt. Das heißt, ein physischer Angriff, also sogar ein relativ starker physischer Angriff, mit Element. Und ja, das ist schon manchmal ganz praktisch. Wenn man einen elementaranfälligen Gegner hat, ist das fast stärker als Vivis eigener Zauber. Ja, genau. Blank, aha. Nimmt natürlich mal wieder den. Blank hängt natürlich, lässt natürlich wieder den coolen raushängen. Und scheint ein wenig missgelaunt. Ja, der erklärt uns, der Chef erzählt uns jetzt über Abilities auf. Ja. Ja. Das sind Freunde, nicht wahr? Freunde fürs Leben. Sinner. Ja, hier können wir jetzt ein bisschen einkaufen, wenn wir wollen, so das Nötigste. Ein Zelt haben wir. Zelte sind auch so eine Sache. Man ist es gewohnt, dass Zelte voll heilen. Tun sie nicht. Zelte heilen bis zu einem gewissen Limit voll. Wenn man mehr oder HP oder MP hat, oder mehr HP oder MP fehlen, als das Zelt heilen kann, dann braucht man mehrere
wohl vor allem später der Fall sein. Das ist eine großartige Sache. Nicht. So, was wir vor allem brauchen werden, sind Augentropfen, das weiß ich noch. Ein paar Gegengifte schadet sicher auch nicht. Tränke sowieso. So, hoffen wir mal, dass das genügt. Los geht's. Den AP, die ich jetzt habe, sollte ich zumindest noch unter Verwendung von nur ein oder zwei Tränken bis zur Heilquelle kommen und dann werde ich ja geheilt. Oder wurde ich sogar geheilt? Nee, wurde ich nicht. Hm. Ups. So. Man beachte Vivis HP. Nur mal so am Rande, ja? Also, die Sache mit den Squishy-Magiern wird hier wörtlich genommen. So, jetzt sind wir zu dritt. Das heißt, von den 23 AP, die sie dann voll gekriegt hat, trägt jetzt jeder 8. Ist also nicht mehr so viel mit Level. Gift-Time-Event. Konzert im Wald. Na, wer kennt sie noch? Zwei Gummipunkte für den, der die Musik noch aus meinem Let's Play kennt. Es wird sich hier halt relativ viel um die Details auch gekümmert. Das finde ich ganz hübsch. Klar, keine Game Logic ist perfekt. Verlangt ja auch keiner. Aber solche Sachen wie der Trompetenspieler kann nicht drehen. Oder Random Kämpfe im letzten Moment. Was soll ich? Sowas wird halt gemacht. Also dann, bring it. So sieht das aus, wenn Steiner keine Fähigkeit wirkt. So. Na jetzt, so lange nicht mehr gewesen, ich kenne die Screens gar nicht mehr alle. Egal, muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht jeden Screen auswendig kennen. So wie es bei 7 bis im ersten, am Anfang der Fall ist. Da kann ich wirklich so die Screens ein nach dem anderen auch sagen. So oft habe ich die schon gespielt. Warum? Gut, dass der keinen Schaden macht. Gut, dass der nicht Vivian greift. Wechseln wechselt leider nur einen Charakter. Es gibt auch Teile, wo die oder Spiele, wo die gesamte Anordnung wechselt, also die, wo alle Charaktere dann wechseln. Aber hier ist es nur einer. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber jeden einzeln. Ba. Yippie. Noch zwei, noch vier Gegner und Zidane und Vivi sind immerhin Level 3. Und das ist die Heilquelle, die ich meinte. Und ja, diese Mokri sind überall. Klar, sind unsere Speicherpunkte. Die müssen überall sein. Von denen können wir gar nicht genug sehen. Ach genau, denn im Screen hier sind keine Monster. Ganz vergessen. Pflicht-Time-Event. Deswegen war das unten in Grau. Da habe ich jetzt nichts gedrückt oder so, das ist automatisch so gestartet.
Wir sind offenbar nicht der Einzige, der sich hier aufmacht. PMP-Heilung. Wohlgemerkt, nur HPMP. Wenn ihr von den Gegnern jetzt gleich noch irgendwelche Zustände aufgedrückt bekommt... Oh, Monty! Dann gibt's Ärger. Nein, dann kriegen wir auf die Nase. So. Ach ja, diese Briefe. Oft kommentieren die, was in der Story passiert ist. Ja. Das heißt, das mit den HPMP ist halt blöd, weil wir uns ohne Weißmagier haben wir keine Möglichkeit, Zustände zu heilen, außer durch Items. Das heißt, wenn jetzt gleich wir Zustände auf die Nase kriegen und das in solchen rauen Mengen, dass uns die Augentropfen ausgehen, dann müssen wir zurück zu Zinner laufen, weil wir die hier nicht geheilt können, nicht heilen können. So. Hoffen wir einfach, dass das nicht passiert. Sagt hallo zu böser roter Blume. Ups. So, wie war das nochmal? Geht's hier? Ist der schon zum Fight? Ja, ist das vielleicht ein bisschen früh. Egal, ich habe ja gespeichert, was soll schon passieren. Ja. Geht sofort in den Fight. Yippie. So, Waldtyrann. Los geht's. Unser erster richtiger Boss. Ah, mit tollem Boss-Team. Yeah. Den machen wir mal nach allen Regeln der Kunst ganz entspannt. Wobei, nee, entspannt ist das falsche Wort. Wir haben keinen Heiler. Wollte ich nur mal anmerken. Trotzdem nehmen wir uns natürlich die Zeit zu gucken, gibt's was, was wir uns von ihm besorgen müssen. Eisenhelm hätte ich gerne. Augentropfen, na gut, okay. Pollenstaub, ich hasse dich. Genau wegen dieses Angriffs habe ich die Augentropfen eingepackt. Blind auf die Truppe. Hat jetzt sie dann nicht getroffen. Für die Leute, die nicht mit der Reihe vertraut sind, blind senkt die physische Trefferchance. Das heißt, das hat aufs Klauen keinen Einfluss, soweit ich weiß. Und da ich hier und für. Und dieser Schaden, ey. Und für. Vivi ist es auch nicht weiter von Belang. Deshalb heile ich das jetzt auch erstmal nicht, weil, wenn ich Steiner jetzt heilen würde und er setzt den vollen Stopp wieder ein, habe ich diese Augentropfen komplett verschwendet, weil Steiner greift nicht an, bis sie dann fertig ist mit dem Clown. Ach ja, das tut er ja auch noch. Und er zaubert. Ihr merkt schon, was hier an Schaden ist. Ich hätte leveln sollen. Das hätte Vivi bei vollen HP umgehauen. Und Blank kommt, um uns zu helfen. Findet aber nicht mehr sehr viel mehr als Trümmern. Ja. Klasse. Das ist zum Clown ganz praktisch, wenn der hier jetzt aufkreuzt, weil der halt der zweite Charakter ist, der Clown. Ansonsten ist es eigentlich, ja. Um einen zu retten, rettet es nicht viel, weil, ja. Naja, seine MDF ist immerhin ein bisschen besser. Ja, ich versuche den Kampf gar nicht mehr zu gewinnen. Ich will nur gucken, wie lange das dauert, bis man den resten kann. Steiner hat jetzt das Magieschwert nicht mehr zur Verfügung, falls es euch aufgefallen ist, weil Vivi tot ist. So. Oh, Blank. Musst du das so immer so in die Länge ziehen? Komm schon, verreckendlich. Ich sag, du sollst verrecken. So, danke. Ja, geht so nicht. Vivi hat 75 HP maximal. Der Blitz hat selbst ihm, der eigentlich noch relativ viel MDF hat, 90 Schaden gemacht. Können wir knicken, hoffnungslos. Wenigstens ein, zwei Levelchen müssen wir noch haben vorher. Das ist normal hier bei dem Boss, dass man hier so ein kleines Problem hat.
ist so der Boss, von dem ich am häufigsten gewarnt bin überhaupt. Weil man hat einfach noch nicht so die Möglichkeiten, sich Ability-technisches auf ihn einzustellen. Mit Anti-Abilities und Schutz und Zustandsschutz etc. Man hat halt einfach die Werte, die MDEF und die HP, um es wegzustecken. Oder man hat sie nicht. Und ich habe sie jetzt definitiv nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel gekämpft in dem Moment. Ich kämpfe in diesen Screens einfach aus dem folgenden Grund, dass ich hier keine Zustände kriege. Hier kriege ich zwar nur 15 EP pro Kampf, aber im nächsten Screen gibt es so hässliche Blumen, die einigermaßen... Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Scheiß Blume, ey. Ihr seht die Dinger fliegen. Hier wirkt Steiners Tontauben-Ability. Die heißt so. Erhöht den Schaden gegen fliegende Gegner. Und sie casten Pollenstaub. Jetzt versteht ihr, warum ich diese Gegner hasse, wenn ihr mich nicht erinnert. Genau die zwei, die es brauchen. Das heißt, ich haue jetzt entweder Vivis HP, MP raus, was eigentlich das Klügste wäre. Ich will halt eigentlich meine Augentropfen sparen. Und der hier haut immerhin noch nicht ganz so brutal zu. Mit seinen Zaubern. Hey, sie dann getroffen. Sie dann hat halt, lernt halt nicht so viele Anti-Abilities hier gegen XY. Hat dafür eine höhere Basisangriffskraft. Momentan halt auch durchs Level und dadurch, dass er verbesserte Waffe hat und so. Sie geben nicht mal mehr. Sie geben nur 13 für jeden. Und jetzt, warum ich es hasse? Ich hasse diese Viecher. Sie sind einem nur im Weg, wirklich. Aber da kann man halt nichts machen. So ist besser. Ja toll, jetzt alle sind die aber noch blind. Machen wir das halt so. Ne? Feuer ausgebreitet auf beide und hoffen, dass es reicht. Es reicht. Wir lassen die Sache jetzt wie wir regeln. Wer sich jetzt sagt, ja, werden denn die paar Level-Ups so viel ausmachen? Eben hatte Vivi 75 Max HP. Jetzt hat er 91. Ja, diese Level machen richtig was aus. Gerade am Anfang ist es ein riesiger Unterschied, ihr habt es gemerkt. Und auch später noch sind die Level hier eine relativ gravierende Sache, weil es erhöhen sich die Werte, es erhöhen sich Abwehrwerte vor allem, Abwehrleben, Angriffs geht alles hoch. Aber man gewinnt auch mehr Edelsteine, um mehr Abilities reinzunehmen. Und die Abilities, die man neu reinnimmt, das können sonst für praktische Sachen sein. Zustandsresistenz, passiv mehr HP. Blindheitsimmunität, solche Scherze. Was ich noch nicht erzählt habe, fällt mir gerade ein. In diesem Spiel, in Final Fantasy 9 speziell, gibt es viele Zustände, die es in anderen Ständen nicht gibt. Zum Beispiel gibt es eine verstärkte Version von Gift. Das fällt mir gerade ein, weil er hier mit seinem Gift of Galle wird gegen Gift und Toxitus geschützt. Was zur Hölle ist Toxitus? Toxitus ist verstärktes Gift. Das macht nicht nur einfach Schaden über Zeit an den HP. Es schädigt die HP und die MP bei jedem Intervall. Und, es kommt noch besser, es stoppt den Charakter auch. Dieser Charakter kann nicht agieren, während er mit Toxitus belegt ist. Einer der Hasszustände ever. Diese starken Versionen sind natürlich selten. Bei Toxitus gibt es zwei oder drei Sachen, wo man denen im Spiel wirklich, wirklich oft begegnet, dann mehr nicht. Aber wenn man ihm begegnet, ist es echt so eine Sache, wo man, die man ernst nehmen sollte. Ich glaube, ich werde einfach noch ein paar Augentropfen kaufen. Dann kann ich wieder weiter Richtung Blumen
hingehen und es einfach verkraften und wegstecken und wegpotten. Und mehr Potions werde ich auch brauchen. Eigentlich belügern. Sparen wir mal nicht mit Geld. Ich weiß nämlich eh, dass wir jetzt erstmal noch keine Stadt kriegen. Sondern erstmal nur noch einen weiteren Dungeon. Zwei sind momentan schon geblendet, das heißt, wir nehmen zwei Tränke. Und Phönixfedern, 5 sind auch zu wenig. Ja, genau. So. Hier sind wir zwar arm, aber dafür einigermaßen ausgestattet. Dieser Wald ist einfach ein echt mieses Pflaster. Aber die harten Standardkämpfe haben auch den Vorteil, man wird ständig daran erinnert, dass man speichern sollte. Weil man fast immer wirklich mal merkt, hoppala, da geht der Charakter mal in den gelben Bereich mit den HP. Man wird ständig daran erinnert, Dude, das hier ist kein Hallenheimer. Was immer du hast, ich brauche einmal Glück mit dem RNG und ich mache es alles zunichte. Deshalb speichert man hier tendenziell sehr häufig und vergisst es nicht so oft wie in 7 zum Beispiel. Gut, da hatte ich ja beim Let's Play eh sehr viel trainiert und wir hatten deswegen keine Zwischenfälle, aber ja. Oder sagen wir besser, keine Zwischenfälle, die ihr erlebt habt. Als ich da beim Berg Nibel war, oh doch, da hatten wir Zwischenfälle, glaubt's mir. Mit diesen Miststücken von Drachen. Ich glaube, die habe ich gezeigt. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich über diese Spiele reden, aber für mich gehören die Final Fantasy halt alle irgendwie so zusammen. So eine Macke von mir. Jetzt kommen die Kämpfe. Egal, besser als nie. Oh hey, wir haben mal den Angriffsvorteil, wir haben den Hinterhalt gelegt, erwischt, bekommen, was auch immer. Angriffsvorteil drin, sagen wir schon. Das braucht sie dann schon 120 fürs Level ab, also das will ich mir jetzt nicht mehr antun. Gut, wenn er allein wäre, wäre das noch machbar, aber so hier, ich weiß noch, irgendwann habe ich mal mit sie dann hier so lange rumgezeigt, bis er Stufe 10 war, alleine. Das war dann ziemlich witzig bei Valtyron, weil er irgendwie so sehr viel mehr HP hatte als alle anderen und ja, am Ende standen nur noch Blank und er und haben die Sache irgendwie alleine gedeichselt. Das war ganz lustig. Wieder ein Level Up. Wie viel HP hat denn Vivi jetzt? Müsste sich eigentlich schon längst im Dreistelligen befinden. 118. Und Steiner hat sie dann schon fast eingeholt. Ich sag euch, Level lohnt sich. Wie viel brauchen die jetzt noch? 85 bis zum Level Up. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Also, was heißt, ob sich lohnt? Ich schau mir mal kurz was anderes an. Ja. Genau, da war was. Die Seidenhemden schützen gegen Blitz. Oh. Also sie schützen zumindest ein bisschen. Halbiert Effektivität des Angriffselements bedeutet, ja. Bedeutet halt, man kriegt nur halb so viel Schaden davon.